In der Photovoltaik entscheidet nicht allein die Solarzelle über die Leistung, sondern auch die Art und Weise, wie die Solarzellen zu Modulen zusammengefügt werden und wie diese Module installiert werden. Gemeinsam mit unseren Industriepartnern haben wir eine einzigartige Anlage entwickelt, mit der wir Photovoltaikmodule im industriellen Maßstab fertigen können, zum Beispiel auch Schindelmodule. Im Unterschied zu normalen Modulen, wo zwischen den Solarzellen Platz für die Verschaltung bleiben muss, sind Schindelzellen überdeckend angeordnet. Dadurch sparen wir Platz, die gesamte Fläche ist aktiv und das ist besonders interessant, wenn es um elektromobile Anwendungen geht. Die Investition in eine Photovoltaikanlage ist nur dann sinnvoll, wenn sie ihre Performance über die gesamte Lebensdauer bringt. Um das zu sichern, bieten wir unseren Kunden eine Reihe von Prüfungen an. Es geht um mechanische Prüfungen, es geht um thermische Prüfungen und es geht um klimatische Prüfungen, die eine möglichst lange Betriebsdauer abprüfen. In unserem Kalibrierlabor Keller PV Modules können wir auf modernsten Flashern diese Leistung mit höchster Präzision bestimmen. Die Leistung von Solaranlagen ist nicht nur durch die Technik bestimmt, sondern auch durch das Wetter. Um wetterbedingte Schwankungen effektiv ausgleichen zu können, ist es wichtig, im Vorhinein zu wissen, wie viel Solarstrom ins Stromnetz eingespeist wird. Wir haben verschiedene Prognoseverfahren bei uns entwickelt, nicht nur auf Basis der Nutzung von numerischen Wetterprognosen. Wir beobachten auch Wolkenbewegungen mit Wolkenkameras. Für längerfristige Prognosen setzen wir Satellitendaten ein. Das ermöglicht uns, die Stromproduktion der nächsten Zeit präzise vorauszusagen. Über besondere Expertise verfügen wir bei der Ertragssimulation von bifazialen Photovoltaikanlagen. Diese Anlagen setzen Module ein, die Licht auch von der Rückseite nutzen können. Die Anwendung ist besonders interessant, beispielsweise für Agrophotovoltaik. Der Vorteil der Agrophotovoltaik liegt einfach in der doppelten Landnutzung. Das Land wird nicht durch die Photovoltaikanlage blockiert, sondern es steht weiterhin praktisch uneingeschränkt der landwirtschaftlichen Nutzung zur Verfügung. Man kann sich vorstellen, dass man damit Gegenden wieder landwirtschaftlich, agrarisch nutzen kann, die heute viel zu trocken und zu heiß sind. Vielleicht die Photovoltaik sogar zur Wassergewinnung nutzt, also letztlich ein Gesamtsystem hat, was solchen Regionen ganz neue Möglichkeiten bieten kann.